Ja, ich werde gleich die Präsentation starten und Ihnen etwas zur neuen Präventionsordnung erzählen. Ein bisschen vorab. Es hat sehr lange gedauert, bis wir die neue Präventionsordnung jetzt hatten. Es ist ja in der Regel so, dass die Bischofskonferenz als Empfehlung eine Rahmenordnung erlässt und dann die Bistümer überlegen, übernehme ich diese Rahmenordnung als Präventionsordnung oder schreiben wir eine eigene Präventionsordnung. Da hat meine Vorgängerin auch nach der neuen Rahmenordnung 2020 mit begonnen. Dann hat es aus sehr unterschiedlichen Gründen gedauert. Corona kam dazwischen. Es hat ein paar Diskussionen gegeben. So eine Präventionsordnung zieht immer Schleifen, nochmal durch die Kreise der Justiziare, durch die Kreise der Personaler. Da sind Absprachen mit der MAV noch notwendig. Das hat sich ein bisschen verzögert. Dann hat es den Personenwechsel gegeben und dann durfte ich die Fäden wieder aufnehmen und die Präventionsordnung dann weiterschreiben und vollenden. Und wir sind sehr froh, dass Sie jetzt zum 1.5. in allen NRW-Diözesen gemeinsam mit gleichem Wortlaut in Kraft gesetzt worden ist. Es gibt jetzt eine Präventionsordnung. Das war auch die Idee tatsächlich dahinter. Vorher gab es ja eine Präventionsordnung und noch Ausführungsbestimmungen. In manchen Bistümern auch noch mal mehr Ausführungsbestimmungen. Und weil so die Rückmeldung war, das ist relativ unübersichtlich. Und was gilt denn jetzt und wo muss ich denn überall gucken, wenn ich Präventionsarbeit mache, ist das aufgenommen worden. Und es gibt jetzt eine Präventionsordnung. Das heißt, in dieser Präventionsordnung, die besteht aus Teilen der alten Präventionsordnung, die übernommen worden sind. Sind Teile aus den alten Ausführungsbestimmungen unseres Bistums mit drin. Es sind Teile von der Rahmenordnung mit eingeflossen und es gibt auch ein paar wenige Teile, die ganz, ganz neu sind, die vorher nirgendwo standen. So setzt sich diese neue Präventionsordnung zusammen. Ich werde Ihnen gleich nicht nur vorstellen, was alles neu ist, sondern auch noch mal ein paar Dinge, die mir sehr am Herzen liegen und wo viele Fragen in der letzten Zeit zu waren, wo ich so den Eindruck hatte, das lohnt sich noch mal, das zu erinnern. Und dann nutze ich jetzt die Gelegenheit, mit der neuen Präventionsordnung auch manche Dinge, die vielleicht schon länger geregelt waren oder bekannt waren, noch mal ein bisschen in den Blick zu nehmen. So, das als Einführung vorneweg und Vorrede. Genau. Neue Präventionsordnung, wie gesagt, zum 1.5.2022 in Kraft gesetzt. In der Präambel ist geregelt, dass die Verantwortung für die Prävention gegen sexualisierte Gewalt dem Bischof als Teil seiner Hirtensorge obliegt. Wenn vielleicht einige sagen, ja, ist doch selbstverständlich, ist insofern nochmal wichtig. Er kann viele Dinge delegieren, das hat er auch getan, hat eine Präventionsbeauftragte eingestellt, auch dafür. Und es ist aber auch analog zu sehen, dass in Einrichtungen, in Vereinen, bei den Rechtsträgern jeweils auch die Leitung für die Präventionsarbeit zuständig ist und dafür auch die Verantwortung trägt. Auch da ist es ja so, dass es Präventionsfachkräfte gibt und Schulungsreferentinnen, die die Leitung mit unterstützen in der Präventionsarbeit, aber die Verantwortung liegt beim Bischof und auf tieferen Ebenen bei der Leitung des Rechtsträgers. Es ist geregelt, dass die Prävention integraler Bestandteil der kirchlichen Arbeit ist. Also viele sagen ja immer, oh, und jetzt auch noch Prävention neben all dem anderen, aber soll integraler Bestandteil unserer Arbeit sein. Und das Ziel ist, einen sicheren Lern- und Lebensraum für Kinder und Jugendliche und Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene zu bieten. Also das soll, wie gesagt, das Ziel unserer Bestrebung sein, dass Menschen sicher, insbesondere Kinder und Jugendliche und Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sicher bei uns in den Räumlichkeiten, in den Verbänden, in den Einrichtungen sein können. Ziel ist es auch, es soll vor Gewalt geschützt werden, insbesondere vor sexualisierter Gewalt. Und da ist die neue Präventionsordnung, wird dann noch mal ein bisschen differenzierter. Bereits psychische und physische Grenzverletzungen sind zu vermeiden. Vielfach begegnet mir das so, wenn man von sexueller Gewalt spricht, dann haben die Menschen auch tatsächlich massive Übergriffe gleich im Blick oder im Kopf nah an der Vergewaltigung. Da setzen wir aber gar nicht an.
sondern das Ziel ist ja schon viel, viel früher, wenn wir Dinge und Grenzverletzungen verschiedener Art feststellen, da schon anzusetzen und da auch schon sozusagen Verfahren zu haben, zu handeln. Prävention ist das Grundprinzip professionellen Handelns und soll dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche und Schutz- oder Hilfebedürftige Erwachsene in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gestärkt werden. Sexualität als ein Bereich des menschlichen Lebens ist dabei zu würdigen. Das ist ein Absatz, der nicht ganz unumstritten in die neue Präventionsordnung gekommen ist. Ich klicke schon mal weiter. In allen Einrichtungen soll sexuelle Bildung Bestandteil der professionellen Arbeit sein. Das können Sie sich sicherlich vorstellen, dass das an manchen Stellen auch sehr zu Diskussionen geführt hat. Ich bin sehr froh, dass es steht auch in der Rahmenordnung der Bischofskonferenz drin. Da steht allerdings Sexualpädagogik. Wir haben uns in NRW für den Begriff sexuelle Bildung entschieden, weil der für uns weitgreifender ist, weil es ja nicht nur auch um Minderjährige geht, sondern auch sexuelle Bildung bei Erwachsenen passieren soll. Und das ist dringend notwendig. An der Stelle, wo wir festgestellt haben, Missbrauch passiert dort, wo Menschen auch nicht sprachfähig zum Thema sind, wo sie auch kein Wissen zum Thema haben. Von daher ist das sehr wichtig, dass der Bereich mit reingekommen ist. Es gibt ja auch das Schnittstellenpapier von der Bundeskonferenz der Präventionsbeauftragten, wo wir die Schnittstelle sexuelle Bildung und Präventionsarbeit auch nochmal näher beschrieben haben. Von daher ist das ein wichtiger Bestandteil. Die Strukturen und Prozesse zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt müssen transparent, nachvollziehbar, kontrollierbar und evaluierbar sein. Transparent ist da auch nochmal sehr wichtig. Vielfach wird gute Arbeit vor Ort geleistet, aber das ist nicht so deutlich. Und Menschen, die nicht zum Inner Circle der Einrichtung oder der Pfarrei gehören, bekommen das gar nicht mit, weil beispielsweise ein Schutzkonzept nicht auf der Homepage veröffentlicht ist oder auch so gar nicht einsehbar ist. Und von daher ist das nochmal ein ganz wichtiger Standpunkt oder ein ganz wichtiger Hinweis, dass auch unsere Arbeit nachvollziehbar ist, kontrollierbar, transparent, auch für etwas außenstehendere Menschen. Beispielsweise in Irland, als ich da mal im Urlaub habe ich gesehen, in Irland ist es so, dass in allen Kirchen ein Verhaltenskodex aushängt und auch die Telefonnummern für Ansprechpersonen. So, also das ist sehr transparent und das ist sehr öffentlich und das ist wirklich dort sehr flächendeckend so eingeführt worden. Wichtig und neuer Blickwinkel ist auch, dass Maßnahmen zur Prävention partizipativ erfolgen sollen in Zusammenarbeit mit allen hierfür relevanten Personen und Gruppen. Das heißt, dass keiner mehr oder es sollte nicht passieren, dass Präventionsarbeit und Maßnahmen irgendwo im stillen Kämmerlein entwickelt werden von einer Person, sondern die, die es betrifft, sollen mitarbeiten und mitentwickeln, insbesondere Kinder und Jugendliche und Schutz- oder Hilfebedürftige Erwachsene selbst. Und die Erfahrung von Betroffenen soll dabei auch nochmal besonders berücksichtigt werden. Das ist ja ein Punkt, den wir zugeben müssen, dass die Sichtweisen und Erfahrungen von Betroffenen in der Vergangenheit viel, viel zu wenig im Blick waren und wir sie auch nicht nachgefragt haben und schon gar nicht mit in unsere Arbeit haben einfließen lassen. Das soll zukünftig anders sein. Da sind wir auch froh, dass wir mittlerweile hier im Bistum Essen den Betroffenenbeirat haben und da auch Menschen uns unterstützen und wir nachfragen können und uns beraten lassen können aus Sichtweise, aus den Erfahrungen von Betroffenen selbst. Ziel von Prävention ist, eine Kultur des achtsamen Miteinanders zu praktizieren und weiterzuentwickeln. Das ist auch nicht neu, da aber vielfach der Begriff Kultur der Achtsamkeit geprägt wird, den ich nicht so gut finde und nicht so glücklich, ist mir nochmal wichtig, für den Begriff der Kultur des achtsamen Miteinanders zu prägen. Achtsamkeit ist ein Begriff, der eher anders besetzt ist. So Kultur des achtsamen Miteinanders ist für mich da an der Stelle treffender und so steht es auch in der neuen Präventionsordnung.
Paragraph 1, der Geltungsbereich ist komplett neu, aber insofern nicht neu, weil er einfach abgeschrieben worden ist aus der Grundordnung. So, es ist im Prinzip vom Inhalt her auch nicht viel anders, als es bisher in der alten Präventionsordnung geregelt war. Aber auch da im Sinne von Verschlankungen haben wir uns dann entschieden zu sagen, wir nehmen den Passus aus der Grundordnung, dann ist das auch gleich und gibt es nicht unterschiedliche Regelungen, die gleiches regeln im unterschiedlichen Wortlaut. Geregelt, das war vorher auch schon so, dass es Rechtsträger gibt, die unter die bischöfliche Gesetzgebungsgewalt fallen. Die brauchen gar nicht zu überlegen. Für die gilt die Präventionsordnung auf jeden Fall. Es gibt kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen. Da können wir natürlich die Rechtsträger nicht dazu zwingen oder verdonnern, die Präventionsordnung anzuwenden. Aber wir werben sehr dafür und fordern auch diese Rechtsträger auf, sich der Präventionsordnung anzuschließen und sie in ihr Statut mit zu übernehmen. Das hat erstmal an der Stelle so keine rechtliche Konsequenz. Das wird nochmal spannend hinterher bei Paragraph 15, wenn es um Förderungswürdigkeit geht. Da kann es dann tatsächlich auch eine Auswirkung haben bei den kirchlichen Rechtsträgern, die nicht der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen. Absatz 3 ist nochmal sehr arbeitsrechtlich geregelt. An der Stelle für die alltägliche Arbeit ist der nicht so relevant. Von daher überspringe ich den ein bisschen. Was neu geregelt ist, sind die Begriffsbestimmungen. Wir sprechen von primärer, sekundärer und tertiärer Prävention. Primär ist vorbeugend, das kennen Sie, dass wir Schulungen machen, Sensibilisierung, um sexualisierte Gewalt zu verhindern, dass wir Schutzkonzepte schreiben, um sexualisierte Gewalt zu verhindern. All das sind die Maßnahmen, wo bisher auch der hauptsächliche Schwerpunkt lag, die zur primären Präventionsarbeit gehören. Begleitend sekundär ist ein großer Teil auch tatsächlich der Interventionsarbeit. An der Stelle und der tertiäre Bereich, der nachsorgende Bereich, ist ein Bereich, wo wir zukünftig auch noch intensiver hingucken müssen, insbesondere bei Einrichtungen und Vereinen, wo Vorfälle waren oder die zu einem Tatort geworden sind, weil wir wissen, es gibt da immer Dynamiken und es gibt immer Spaltungstendenzen in diesen Einrichtungen und bei diesen Rechtsträgern und dafür zu sorgen, zu gucken, wie kann da die Arbeit weitergehen und wie kann man diesen Spaltungstendenzen entgegenwirken und da nachsorgend tätig sein, nach Ende auch der Intervention, dass wir zukünftig einen größeren Raum in der Präventionsarbeit für uns, insbesondere für mich, auch nochmal mit einnehmen. Bei den Begriffsbestimmungen ist weiter geregelt und neu reingekommen, dass bei sonstigen Drittunternehmern angestellte ArbeitnehmerInnen Honorarkräfte und Mehraufwandsentschädigungskräfte, ein schwieriges Wort, mit zu berücksichtigen sind. Das ist mir nochmal wichtig, der Hinweis, dass wir da keine blinden Flecken haben, so dass wir im Blick haben, die angestellten Mitarbeitenden, die müssen auf jeden Fall geschult werden, aber manchmal gibt es halt Honorarkräfte oder man kauft Menschen ein für einzelne Vorträge oder. Da nochmal genau hinzugucken, wie ist mit denen umzugehen, wie wenden wir die Präventionsordnung auch auf diese Arbeitskräfte an und auch nochmal zu gucken, das ist die Stelle, wo oft diskutiert wird, ja, heißt das jetzt, ich muss vom Fensterputzer auch das Führungszeugnis einfordern, so an der Stelle, wenn immer derselbe Fensterputzer immer zur selben Zeit kommt, wo die Kindergruppe ihre Hausaufgaben da macht, dann finde ich, muss das zumindest in den Blick genommen werden, so und geguckt werden, gibt es da andere Möglichkeiten oder wie weisen wir diesen Fensterputzer auch an der Stelle darauf hin, dass wir Präventionsarbeit machen, unterschreibt er den Verhaltenskodex mit, gibt es eine Selbstauskunftserklärung, das steckt da nochmal hinter, also da nochmal bitte gut gucken, es soll leistbar und pragmatisch sein, aber auch blinde Flecken sollen nochmal mehr mit in den Blick kommen. Viele wissen, dass ich ehrenamtlich im Bistum auch unterwegs war und da habe ich schon immer gefragt, wer wohl eine Präventionsschulung hat und wer nicht. Und eine Standardantwort war,
ja, habt ja auch nichts mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und das kam auch vielfach von MandatsträgerInnen. Diese Ausrede gilt zukünftig nicht mehr, weil in § 2 Absatz 3 geregelt ist, dass die Präventionsordnung auch für ehrenamtlich tätige Personen inklusive MandatsträgerInnen gilt. Das ist auch insofern wichtig nochmal, weil bei der Interventionsarbeit mein Kollege Simon Friede beispielsweise Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände auch immer mit informiert und in den Prozess mit einbindet. So, und von daher sind sie mit in der Verantwortung und werden, wie gesagt, ins Fallmanagement mit eingebunden, da das auch nicht sozusagen auf der grünen Wiese passieren soll, sind wir gerade dabei. Herr Westphal und ich sitzen Montag wieder mit der Frau Stegmann, die auch heute dabei ist, zusammen. Und wir entwickeln ein Curriculum für ehrenamtliche MandatsträgerInnen, dass sie auch gut vorbereitet sind und klar ist, was ist denn meine Aufgabe als gewähltes, mandatiertes Mitglied hier, beispielsweise in der Pfarrei oder im Verband, Erwachsenenverband. Und dass da den Menschen auch was mit an die Hand gegeben wird. So, das war dann schon der erste Werbeblock für heute. Geht nochmal weiter mit den Begriffsbestimmungen. Es geht in der Präventionsordnung um strafbare, aber auch nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen. Strafbar ist immer relativ einfach sozusagen. Das klärt auch die Staatsanwaltschaft und wir erstatten auf jeden Fall Anzeige und dann wird das über die Staatsanwaltschaft geklärt und ermittelt. Nicht strafbare sexualbezogene Handlungen sind natürlich immer auch ein bisschen schwieriger zu erkennen und da müssen wir halt gut gucken und uns am besten im Vorfeld auch aufstellen, wie wollen wir damit umgehen. Das ist in § 7 nochmal verstärkt, wie gesagt, Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Genau, und sexualbezogene Grenzverletzungen oder einen sonstigen sexuellen Übergriff, das sind, wie gesagt, die Dinge, denen wir uns schon widmen müssen, wo die Präventionsordnung schon sehr früh greift. Es ist definiert, dass sexuelle Übergriffe nicht zufällig passieren, nicht aus Versehen, nicht weil sich gerade mal die Gelegenheit ergeben hat, sondern wir wissen, dass Übergriffe immer geplant sind und ein sehr strategisches Verhalten sind. Sie unterscheiden sich von Grenzverletzungen durch die Massivität oder die Häufigkeit, egal ob nonverbale oder verbale Grenzüberschreitungen. Auch Teil ja vielfach in den Präventionsschulungen. Das ist, wie gesagt, hier nochmal in der Präventionsordnung mit geregelt. Ein Paragraph, der mir besonders am Herzen liegt, ist der Paragraph 2 Absatz 9, Schutz oder Hilfe bedürftige Erwachsene. Die standen grundsätzlich schon in der Präventionsordnung von 2014 mit drin, sind aber irgendwie noch nicht so in unseren Köpfen im Alltag in der Präventionsarbeit. Wie ich vorhin schon sagte, wenn ich Menschen gefragt habe, hast du eine Präventionsordnung gemacht, ist ganz oft die Antwort, ich habe doch nichts mit Kindern und Jugendlichen zu tun. So, und ich mache das jetzt nochmal sehr groß, weil wir den Blick auch da weiten müssen und auch weitere Personengruppen mit in den Blick nehmen müssen. Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sind Personen, denen gegenüber wir eine besondere Verantwortung haben, die in einem besonderen Macht- und oder Abhängigkeitsverhältnis stehen. Wir nennen das auch asymmetrisches Machtverhältnis. Und das heißt, das ist schon gegeben bei Auszubildenden, das ist gegeben bei vorgesetzter Person und untergebener Person. Also all diese Dinge, auch wenn zwei Erwachsene da miteinander im Benehmen sind, sind Situationen, die wir gut im Blick haben müssen und wo eine Person schutz- oder hilfebedürftig sein können, auch selbst wenn sie tatsächlich erwachsen ist und keine Beeinträchtigung hat durch eine Behinderung oder eine Krankheit. Das sind ja auch immer die Personen, die uns als erstes in den Sinn kommen, wenn wir an schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene denken. Ne, sind wir bei bettlägerigen Personen oder bei Menschen mit Behinderungen? Aber das ist da auch nicht gemeint. Auch da müssen wir unseren Blick weiten auf die sogenannten asymmetrischen Machtverhältnisse. Und das liegt auch vor im seelsorgerischen Kontext.
So auch da nochmal zu gucken, seelsorgliche Situationen sollen gute Situationen sein, aber insbesondere auch vielleicht bei Kondolenzbesuchen ist es eine sehr vulnerable Situation. Und auch da ist besondere Sorgfalt angedacht. Und das, wie gesagt, nochmal mehr mit in den Blick zu nehmen, ist ein bisschen meine Mission, weshalb ich Ihnen gerade auch so viel darüber erzähle. Und hier ist nochmal der Hinweis auch in der Präventionsordnung auf den Paragraph 225 Absatz 1 des Strafgesetzbuches. Und den habe ich Ihnen hier auch nochmal mit dazu getan in die Präsentation, die wir Ihnen im Nachgang auch zusenden. Und da ist auch nochmal geklärt, wer eine Schutz- oder hilfebedürftige Person ist. Institutionelles Schutzkonzept, ein großer Bereich, dem wir uns hier im Stabsbereich auch gerade intensiv widmen. Wir haben aktuell den Ben Hoffmann als Referenten im Stabsbereich, mit dem ich gerade dabei bin, auch die Handreichungen für die Erstellung und Überarbeitung von Schutzkonzepten zu überarbeiten. Das ist gerade der nächste Werbeblock. Genau, bald wird es da, wie gesagt, eine neue Handreichung, eine neue Broschüre zu geben. Und im Juni finden die Workshops für Präventionsfachkräfte und SchulungsreferentInnen auch zu dieser Handreichung statt. So widmen wir uns diesem Thema nochmal intensiver. Es ist Gott sei Dank so, dass viele, viele Einrichtungen und Rechtsträger ein Schutzkonzept haben. In der täglichen Arbeit fällt aber auf, dass so qualitativ da auch an manchen Stellen noch Luft nach oben ist und wir jetzt auch nochmal andere Schwerpunkte setzen bei der Erstellung von Schutzkonzepten. Wenn Sie ExpertInnen fragen zu dem Thema, die sich mit Schutzkonzepten auseinandersetzen, wird Ihnen jeder und jede sagen, das Herzstück eines Schutzkonzepts ist die Schutz- und Risikoanalyse zu Beginn. Und da ist so der Eindruck entstanden, dass das in der Vergangenheit ein bisschen zu kurz gekommen ist, beziehungsweise nicht so im Blick war. Und die werden wir zukünftig viel, viel mehr mit in den Blick nehmen. So, in der Handreichung werden Sie auch unterschiedliche Methoden nochmal an die Hand bekommen, dass Schutz- und Risikoanalyse nicht immer nur ist der Fragebogen, der überall ausgefüllt wird, sondern dass es auch nochmal zielgruppenspezifisch vielleicht was mit Handy-Unterstützung ist oder Sie auch nochmal andere Methoden wie Wimmelbilder an die Hand bekommen, um eine Schutz- und Risikoanalyse durchzuführen. Warum ist die so wichtig? Weil ja aufgrund der erkannten Risiken, die bei meinem Rechtsträger sind, auch das Schutzkonzept geschrieben werden muss und die Maßnahmen entwickelt werden müssen. Also wie wollen wir diesen Risiken, die wir entdeckt haben, begegnen und was stellen wir als Maßnahme dagegen? Also von daher Schutz- und Risikoanalyse bei allen zukünftigen Überarbeitungen nochmal gut mit in den Blick nehmen. Das Schutzkonzept selber soll zielgruppengerecht und lebensweltorientiert konzipiert sein. Auch wieder der Link zur Präambel, dass es natürlich das Schutzkonzept eines Altenheims anders aussieht als von einem Kinderheim, dass das für eine Pfarrei vielleicht nochmal grundsätzlich anders geschrieben ist als das für einen Jugendverband. Und da, dass es entsprechend zielgruppengerecht orientiert ist. Bei Vereinen müssen wir auch gucken, da haben wir manchmal das Phänomen, dass es dann mehrere Schutzkonzepte gibt für unterschiedliche Gruppen. So, das müssen wir auch zukünftig ein bisschen mehr mit in den Blick nehmen, dass dann nicht eine Vielfalt von Schutzkonzepten ist, sondern dass sich die Personen, die verantwortlichen Personen untereinander vor Ort ein bisschen abstimmen, wie wo gibt es vielleicht Überschneidungen, gibt es so, sowas wie ein Mantelschutzkonzept und dann Teile für die Jugend, für den Seniorentreff oder so, da nochmal zu gucken, dass das ja, sich A nicht widerspricht und B für die jeweilige Zielgruppe entsprechend geschrieben ist. Was neu ist, so was vorher noch nirgendwo stand und was auch eine Forderung aus der Vergangenheit war, ist, dass man doch bitte eine Rückmeldung bekommt zu dem Schutzkonzept. Bisher war es ja so, dass Sie das Schutzkonzept geschrieben haben, es eingereicht haben hier im Stabsbereich und dann gab es eine Eingangsbestätigung und das war's. Und da haben viele den Wunsch geäußert, doch eine Rückmeldung dazu zu bekommen. Da haben Sie jetzt ein Anrecht drauf, auch das ist hier in der neuen Präventionsordnung tatsächlich festgeschrieben. Das ist eine
fachliche qualifizierte Rückmeldung zum Schutzkonzept gibt. Wichtig ist aber, es ist nicht genehmigungspflichtig. Also Sie vor Ort, die Rechtsträger, sind weiterhin verantwortlich und setzen das Schutzkonzept auch in Kraft vor Ort. So, ich gebe Ihnen eine fachliche Einschätzung dazu und Sie vor Ort können dann auch entscheiden, baue ich die in mein Schutzkonzept ein oder ist das schön, dass die Frau Möllenberg da uns was zugesagt hat, aber wir bleiben doch bei unserer ersten Version. Die Verantwortung, die Entscheidung darüber liegt bei den Rechtsträgern vor Ort. Es muss, wie gesagt, nicht hier genehmigt werden. Es ist festgeschrieben, korrespondiert mit dem vorherigen Absatz, dass eine Schutz- und Risikoanalyse durchgeführt werden muss. Es ist bisher oft so, dass manchmal ein Satz im Schutzkonzept steht, Risikoanalyse hat stattgefunden. Da würden wir uns zukünftig ein bisschen mehr wünschen, wie die stattgefunden hat und dass auch deutlich wird, dass partizipativ erarbeitet worden ist. Also wer hat auch mitgearbeitet? Wie gesagt, der kirchliche Rechtsträger bleibt Herr des Verfahrens und setzt die Schutzkonzepte in Kraft und ist auch für die Umsetzung und für die Ausgestaltung verantwortlich. Wie kann das konkret aussehen? Wann reichen Sie das Schutzkonzept ein? Auch das ist so eine Erkenntnis aus der letzten Zeit und eine Forderung oder eine Empfehlung aus den MHG-Projekten zur Präventionsarbeit, dass es mehr Beratung und Unterstützung gewünscht wird bei der Erstellung von Schutzkonzepten. Da sind wir gerade auch dabei, ein Konzept zu entwickeln. Das könnte so aussehen, dass zu Beginn des Schutzkonzeptprozesses wir uns gemeinsam zusammensetzen und mit Ihnen beraten, wie kann der Prozess aussehen und welche Fragen müssen wie gestellt werden, was sind die einzelnen Schritte. Es könnte dann im laufenden Verfahren, im laufenden Prozess der Schutzkonzepterstellung sein. Das ist nochmal ein weiteres Gespräch gibt und einen Austausch. Und dann zum Ende, wenn sozusagen das Schutzkonzept fertig ist, bevor es allerdings in Kraft gesetzt wird, dass Sie es dann einreichen und Sie dann diese fachliche Prüfung und Rückmeldung bekommen, sodass dann auch noch die Gelegenheit besteht, Dinge einzuarbeiten, bevor Sie es in Kraft setzen und beispielsweise in der Pfarrei durch die Gremien geben oder bei Ihrem Rechtsträger durch die Gremien geben. Das würde ja wenig Sinn machen, das erst in Kraft zu setzen und dann Koordinationsstelle, zum Stabsbereich hier bei uns zu schicken. Das ist Führungszeugnis auch zu beantragen. Das ist sehr eindeutig im Bundeskinderschutzgesetz geregelt und auch im Bundesteilhabegesetz. Für manch andere Bereiche ist es nicht so eindeutig. Bereich ambulante Altenpflege, wenn Sie drei Juristen fragen, gibt es da eine Verpflichtung und können wir das herleiten, dass die ambulante Altenpflege auch ein erweitertes Führungszeugnis beibringen muss, gibt es vier Meinungen dazu. Inhaltlich würden wir immer sagen, ja, auf jeden Fall sollten die auch ein Führungszeugnis einreichen, aber wie gesagt, das ist aufgrund der gesetzlichen Grundlage ein bisschen uneindeutig. Wichtig ist, das ist ein neuer Satz und den finde ich auch sehr gut, dass die Einsichtnahme dauerhaft zu dokumentieren ist. Also es ist ja so, das erweiterte Führungszeugnis wird beantragt. Es gehört der Person, über die es ausgestellt worden ist. Die zeigt es in der Pfarrei, beim Rechtsträger, bei der Caritas-Einrichtung vor. Dort wird es eingesehen und der Person zurückgegeben und diese Einsichtnahme wird dokumentiert. Dann ist festgeschrieben, wer hat reingeguckt, wann und gab es Eintragungen oder nicht. Und diese Dokumentation dürfen Sie dauerhaft auch aufbewahren und dauerhaft ist da wirklich in kirchlichen Dimensionen ewig gedacht. Das hat den Hintergrund, dass beispielsweise, wenn eine Person sich bei Ihnen vorstellt und einen Eintrag hat im erweiterten Führungszeugnis und nach 10 Jahren, wenn vielleicht einige Wechsel stattgefunden haben, es erneut versucht, tätig zu werden, Sie nochmal gucken könnten bei der Einsichtnahme und feststellen, oh, vor 10 Jahren gab es einen Eintrag und Sie dann zumindest die Möglichkeit haben, ist die Person geeignet für den Job, für den sie sich gerade bewirbt, oder ist sie nicht geeignet? Also da ist die Einsichtnahme dauerhaft
tatsächlich aufzubewahren. Es ist neu geregelt, dass die anfallenden Kosten für die Erteilung der kirchliche Rechtsträger trägt. Also ausgenommen ist die Kostenübernahme bei Neueinstellung. Es war zwischenzeitlich immer noch mal eine Frage. Die meisten Einrichtungen haben es aber in meiner Wahrnehmung schon so geregelt. Und für ehrenamtlich tätige Personen ist das erweiterte Führungszeugnis ja eh kostenlos. Es muss dann nur auch vermerkt sein bei der Beantragung, bei dem Beantragungsschreiben. Wichtig ist hier noch mal selbst Auskunftserklärung, der Bereich, weil es da in der Vergangenheit auch ein bisschen durcheinander gegangen ist. Als das Schutzkonzept mit in die Präventionsordnung genommen worden ist, gab es anfangs die Selbstverpflichtungserklärung. So, da erinnern sich vielleicht einige noch dran. Die ist dann aber abgelöst worden von dem Verhaltenskodex. So, Selbstverpflichtungserklärung ist jetzt Verhaltenskodex und die Selbstauskunftserklärung ist noch zusätzlich hinzugekommen. Verhaltenskodex regelt, wie wollen wir miteinander sein in einer Einrichtung, bei einem Rechtsträger regelt, kommen wir gleich auch noch zu, verschiedene Dinge zu Nähe und Distanz, zu Geschenken. Das ist der Verhaltenskodex. Die Selbstauskunftserklärung kennen die Menschen aus dem Jugendbereich, aus der Jugendhilfe. Ist das, wo man erklärt, gegen mich ist aktuell läuft aktuell kein Verfahren, auch kein Ermittlungsverfahren gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und wenn es eingeleitet würde, verpflichtet sich die Person, das dem Vorgesetzten, dem Arbeitgeber oder der Stelle, wo man tätig ist, mitzuteilen. Das ist die Selbstauskunftserklärung. Selbstverpflichtungserklärung, wie gesagt, gibt es nicht mehr. Das geht manchmal noch ein bisschen durcheinander. Deswegen erwähne ich das nochmal so. So ist es aber jetzt neu geregelt. Die Verpflichtung nach den vorstehenden Absätzen gilt unabhängig vom Beschäftigungsumfang und Tätigkeitsfeld. Nochmal eine Ergänzung mit reingekommen, um das zu verdeutlichen. Je nach Art und Intensität und Dauer des Kontakts mit Kindern und Jugendlichen, Schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen beziehungsweise nach Aufgabe und Einsatz wird von den Verantwortlichen geprüft, sehe ich da gerade, ob von Personen gemäß § 2 Absatz 3 eine Selbstauskunftserklärung vorzulegen und zu dokumentieren ist. So. Da habe ich gerade schon was zu gesagt. Wie gesagt, wenn Sie Personen haben, oder nochmal das Beispiel mit dem Fensterputzer, so, ne, dem den Verhaltenskodex vorzulegen und auch eine Selbstauskunftserklärung unterschreiben zu lassen, ist sicherlich eine gute Möglichkeit zu dokumentieren, dass Sie Dinge im Blick haben und da nicht einfach Menschen so in Ihrer Einrichtung bei Ihrem Rechtsträger tätig sein lassen. Absatz 5, bei der Vereinbarung von Dienstleistungen durch externe Personen oder Firmen oder wenn externen Personen oder Firmen kirchliche Räume überlassen werden, sind diese Regelungen analog anzuwenden. Auch das ist nochmal ein wichtiger Zusatz. Bei Dienstleistungen haben wir gerade schon gesprochen. Auch da ist es so, dass die Präventionsarbeit auch langsam über die katholische Kirche hinaus schwappt so. Ich habe Anfragen beispielsweise von Busunternehmen, die sagen, Auftraggeber, Auftraggeberinnen wollen von uns, dass die Busfahrenden geschult sind in Präventionssachen und dass wir das Führungszeugnis vorlegen. Das, wie gesagt, nimmt sich auch nochmal Raum und kommt die Präventionsarbeit auch nochmal an anderen Stellen an. Wichtig ist auch nochmal, und weil es gerade auch sehr aktuell ist, bei der Überlassung von Räumlichkeiten, beispielsweise gibt es gerade viele Räumlichkeiten, die zur Verfügung gestellt werden für die Ukraine-Hilfe. So, ne? Und auch da im Blick zu haben, wem überlasse ich meine Räumlichkeiten und einen Satz in den Mietvertrag oder in die Vereinbarung mit reinzuschreiben, dass wir davon ausgehen, dass die Mieter, Mieterinnen da die Präventionsordnung kennen und nicht zuwiderhandeln. Also das nochmal sehr klar im Blick mitzuhaben und nicht einfach irgendwie Räumlichkeiten zu vermieten. Für das Bis zum Essen gilt das auch. Das habe ich hier mit der Rechtsabteilung diskutiert. Wir vermieten auch gerade einige Räumlichkeiten und auch da sind entsprechende Klauseln mit in den Mietvertrag eingeflossen.
Verhaltenskodex ist in Paragraph 6 nochmal geregelt. Da ist nicht so viel Neues. Es ist die wertschätzende Kommunikationskultur mit reingekommen. Das soll der Verhaltenskodex regeln. Was die Inhalte sind, ist gar nicht so viel anders als bisher. Hatte ich vorhin auch schon ein bisschen was zugesagt. Beim Punkt E, Zulässigkeit von Geschenken, ist die Ergänzung im Hinblick auf Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen dazugekommen. Es gibt ja in vielen Einrichtungen eine Compliance-Regelung, die sozusagen schon was regelt von Zulässigkeit von Geschenken. Das war so der Hinweis der Personaler. Die sagten, das muss nicht nochmal extra geregelt werden, weil wir es aber im Kontext vom Verhaltenskodex wichtig fanden, dass das auch nochmal erwähnt wird. Zulässigkeit von Geschenken haben wir nochmal diese Ergänzung auch dazu gemacht, dass es sich ein bisschen von der anderen Regelung absetzt. Beschwerdewege, da ist ganz viel neu gekommen. Das ist aber gar nicht so viel, wie es scheint auf den ersten Blick. Die Missbrauchsordnung bzw. die Interventionsordnung hat sich geändert. Insofern musste auch der Name der Ordnung einfach hier in der Präventionsordnung geändert werden. Ich musste es auch immer ablesen. Die Ordnung heißt Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch minderjähriger und Schutz oder Hilfe bedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst. Kurz im Alltag nennen wir sie Früher hieß es Missbrauchsordnung, jetzt ist es die Interventionsordnung. Also das ist der Arbeitstitel dieser Ordnung mit dem sperrigen Namen. Die Interventionsordnung regelt die Arbeit des Kollegen Friede, des Interventionsbeauftragten bei uns. Sie regelt die Arbeit der Ansprechpersonen, wo wir jetzt 4 im Bistum haben, Gott sei Dank seit letztem Jahr, Frau Hohage, Frau Bormann, Frau Dr. Kipka und Herr Oppermann. All das, all deren Arbeit wird geregelt durch die sogenannte Interventionsordnung, die hier nochmal auch beschrieben ist. Wichtig ist, dass es interne und externe Beratungsmöglichkeiten gibt und auch Melde- und Beschwerdewege und dass sie auch bekannt sind. Ne? Ich habe vorhin das Beispiel von den irischen Kirchen. Da hängt überall eine Beschwerdestelle, da hängen die Ansprechpersonen öffentlich. Da weiß jeder, wo kann ich mich beschweren, dass das A, einmal geklärt ist für jeden Rechtsträger und dann auch festgeschrieben ist und auch Beratungsmöglichkeiten zu dem Thema. Für die Einrichtungen, die unter die bischöfliche Gesetzgebungsgewalt fallen, haben wir ja eine Kooperation mit der Praxis für Sexualität in Duisburg geschlossen. Da ist es möglich, sich beraten zu lassen, auch anonym beraten zu lassen. Eine Meldung bei Herrn Friede, bei den Ansprechpersonen oder bei mir würde ja immer ein Verfahren auslösen, was auch zu einer Anzeige führen kann. Bei der Praxis kann man sich so beraten lassen und es wird nicht automatisch ein Verfahren ausgelöst. Die kirchlichen Rechtsträger, die nicht unter die bischöfliche Gesetzgebungsgewalt fallen, können sich auch bei der Praxis für Sexualität beraten lassen, müssten dann aber auch dafür zahlen. Also die sind nicht automatisch sozusagen versorgt über die Kooperationsvereinbarung. Wie gesagt, interne und externe Beratungsmöglichkeiten und aber auch Beschwerdewege. Und wichtig, nochmal, da ist es in Absatz 3 sehr genau beschrieben, die Melde- und Beschwerdewege müssen in geeigneter Weise bekannt gemacht werden. Nur wenn ich sie kenne, kann ich sie auch nutzen. Neu geregelt ist auch, dass Personen mit Kontakt zu Betroffenen oder Kontakt zu Beschuldigten bzw. Tätern sich kontinuierlich Supervision nehmen können. Auch das wäre für die kirchlichen Rechtsträger geregelt über die Praxis für Sexualität. So bei anderen Rechtsträgern muss das nochmal genau geprüft werden und geguckt werden, wie kann das und wo kann das umgesetzt werden. Paragraph 8, Qualitätsmanagement. Der kirchliche Rechtsträger hat die Verantwortung dafür, dass Maßnahmen zur Prävention als Teil seines Qualitätsmanagements implementiert, kontrolliert, evaluiert und weiterentwickelt werden. Auch da wieder die Verantwortung ganz klar bei der Leitung. Einrichtungen, die ein Qualitätsmanagementsystem haben, das sind in der Regel die Einrichtungen der Caritas, haben das
relativ leicht, dann sozusagen das mit in dieses bestehende Qualitätsmanagementsystem zu übernehmen. Dann ist es da drin, dann passieren regelmäßige Audits, dann ist klar, dass es evaluiert und weiterentwickelt wird. Einrichtungen, die kein bestehendes Qualitätsmanagementsystem haben, müssen da gut gucken und im Blick haben, wann und wie kann das funktionieren. Jede Einrichtung muss eine Präventionsfachkraft benennen. Das ist nichts Neues, aber das erinnere ich auch nochmal gerne. Geblieben ist, dass sich mehrere Rechtsträger gemeinsam eine Präventionsfachkraft nehmen können. Da habe ich in der letzten Zeit häufiger diskutiert, muss die Präventionsfachkraft beispielsweise in der Pfarrei wohnen, ist nicht festgeschrieben, ist nicht geregelt. Was aber geregelt ist an der Stelle, ist, dass die Präventionsfachkraft die Strukturen des Rechtsträgers kennen sollte. Und ansonsten macht es auch keinen Sinn, glaube ich, wenn die Person sich so gar nicht auskennt bei einem Rechtsträger. Auch des Öfteren eine Frage gewesen, auch nichts ganz Neues. Wann muss die Präventionsarbeit überprüft werden? Auf jeden Fall nach einem Vorfall, also wenn in der Einrichtung, in der Pfarrei etwas passiert ist, ein Vorfall war, macht es Sinn, nochmal zu gucken, was müssen wir verändern und anpassen bei der Präventionsarbeit und beim Schutzkonzept. Das wäre auch der Part der tertiären Prävention, wo ich vorhin schon von gesprochen habe. Bei strukturellen Veränderungen muss das Schutzkonzept auch angepasst werden. Das passiert relativ viel, gerade im Alltag, wenn Pfarreien fusionieren und wir größere Einrichtungen und Gebilde haben oder auch wenn tatsächlich Einrichtungen miteinander fusionieren, muss dann nochmal geguckt werden und im Blick behalten werden, dass das Schutzkonzept dann auf die neue Einheit, auf den größeren Bereich angepasst werden muss. Wenn Sie keinen Vorfall hatten, was ich Ihnen immer sehr wünsche, und Sie auch nicht fusioniert sind oder es strukturelle Veränderungen gab, dann müssen Sie spätestens nach 5 Jahren das Schutzkonzept überprüfen und weiterentwickeln. Weiter ein und widmen uns den Präventionsschulungen. Da ist die Ergänzung, das verwundert an der Stelle auch nicht, hinzugekommen, dass die Fortbildungen und Schulungen auch für ehrenamtliche MandatsträgerInnen gilt. So, das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Und dass wir ein Curriculum dazu erarbeiten, wo die MandatsträgerInnen dann teilnehmen können, da werden Sie wahrscheinlich die Werbung so vor den Sommerferien bekommen. Und nach den Sommerferien geht es los mit dem Curriculum. Das ist auch keine neue Regelung, aber liegt mir auch noch mal ein bisschen am Herzen, das zu verdeutlichen. Es gibt eine gesonderte Schulung für leitende Mitarbeitende, die Personal- und Strukturverantwortung tragen. Deswegen muss über das Grundlagenwissen, das Basiswissen hinaus im Rahmen ihrer Verantwortungsbereiche intensiv qualifiziert werden. Das sieht bei uns im Bistum so aus, dass leitende Mitarbeitende, Führungskräfte eine Basis-Plus-Schulung haben, eine 6-stündige. Und dann über mich ein sogenanntes Leitungsmodul noch absolvieren können. Der Hintergrund ist, dass leitende Mitarbeitende in der Regel, ja, wenn ein Vorfall in ihrem Verantwortungsbereich passiert, verantwortlich sind, sowohl für die betroffene Person als auch für die beschuldigte Person. So, und das sind Herausforderungen, diese Prozesse zu managen, wo dann die Leitungskräfte was an die Hand bekommen sollen. Sie sind konfrontiert mit den üblichen Dynamiken und Spaltungstendenzen in ihrem Bereich. Auf der einen Seite diejenigen, die sagen, auf gar keinen Fall, die Person hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, da würde ich die Hand für ins Feuer legen. Und auf der anderen Seite diejenigen in einer Einrichtung, in einer Pfarrei, die sagen, habe ich immer schon gewusst, dass das ein Schmierlappen ist und dazwischen gibt es nicht so viel. Und schon haben sie ein hochgradig irritiertes System und ganz viel Dynamik, die immer mehr Fahrt aufnimmt. Und um damit umzugehen und dem zu begegnen, gibt es dieses Leitungsmodul. Viele werden das kennen. Ich werbe da nochmal sehr für, weil es tatsächlich die Schulungsart ist, die wir bisher am meisten mangels Teilnahme absagen mussten.
So, und von daher nochmal auch die Info für Sie, wenn Sie in leitender, führender Position sind, einmal zu überprüfen, habe ich das Modul schon absolviert, beziehungsweise für Sie als Präventionsfachkräfte oder auch Schulungsreferentin, wenn Sie mit Ihren Führungskräften, Ihren Leitungskräften zu tun haben, da auch nochmal bitte zu erinnern oder darauf hinzuweisen, dass es dieses Zusatzmodul gibt. Das ist, wie gesagt, sehr zugeschnitten für Leitungskräfte. Es ist auch immer nochmal ein Teil Arbeitsrecht mit dabei, der ganz praktisch ist. Und der Herr Friede stellt auch nochmal das Interventionsverfahren bei uns im Bistum dar. Also da bitte nochmal auch den Blick ein bisschen schärfen. Wie gesagt, nichts Neues vom Grundsatz her, aber vielfach nicht so im Blick oder vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das Leitungsmodul, wie gesagt, liegt in meinem Verantwortungsbereich und können Sie hier über das Bistum buchen und sich anmelden. Ansonsten gibt es die Grundlagenwissensschulungen sozusagen. Die sind aufgeteilt in drei unterschiedliche Schulungen. Für Mitarbeitende mit intensivem Kontakt gibt es die Intensivschulung mit einem 12-stündigen Umfang. Und 12 Stunden heißt bei uns im Bistum auch 12 Stunden. Tatsächlich 12 Zeitstunden. Das ist die klassische Schulung für ErzieherInnen, LehrerInnen oder für pastorale Mitarbeitende, die ja sehr intensiv, wie gesagt, im Kontakt sind. Es gibt die Basis-Plus-Schulung, das ist meiner Wahrnehmung nach die verbreitetste Schulung so bei uns im Bistum, die für Personen mit regelmäßigem Kontakt gilt. Sie umfasst 6 Zeitstunden und gilt auch für so Personen, wo es Veranstaltungen gibt mit Übernachtungsmöglichkeiten. Deshalb sehr klassisch für Kommunion- und FirmenkatechetInnen oder regelmäßige Gruppenarbeiten. Oder ich hatte die seinerzeit angeboten bei uns im Kinderheim für die Verwaltungsmitarbeitenden, Hauswirtschaftskräfte und so. Wer wie geschult werden muss oder welche Form von Schulung tatsächlich durchlaufen muss. Es gibt das Raster, was ich Ihnen gerade vorstelle, aber festgelegt sein sollte das für jeden Rechtsträger tatsächlich nochmal vor Ort, weil Sie das besser im Blick haben, wer ist bei uns Leitungskraft oder wer hat intensiven Kontakt. Da können Sie die Personengruppen selber besser beschreiben vor Ort und sollten das, wenn möglich, mit im Schutzkonzept auch erwähnen. Intensivschulung, Basis-Plus-Schulung. Es gibt noch eine dritte Form, die Basisschulung, die 3 Stunden umfasst und für Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige mit sporadischem Kontakt zu minderjährigen und Schutz- oder Hilfebedürftigen Erwachsenen gilt. Das, wie gesagt, die 3 Schulungsformen für Mitarbeitende, die jeder Rechtsträger oder wo jeder Rechtsträger überprüfen muss, welche Form gilt für welche Person bei mir im Verantwortungsbereich. Die Teilnahme ist vom kirchlichen Rechtsträger dauerhaft zu dokumentieren. Das ist auch eine gute Sache. Bei mir rufen oft Menschen an und sagen, Frau Möllmech, wann muss ich denn meine Vertiefungsschulung machen, da ich ja gar keine Basis Plus und Intensivschulung anbiete, kann ich das teilweise gar nicht beantworten. Von daher ist es gut, dass auch der verantwortliche Rechtsträger das dauerhaft dokumentiert. Im Paragraph 9 Absatz 9 ist nochmal festgeschrieben, was Inhalte von diesen Schulungen sein soll. Das wird an vielen Stellen nicht verwundern. Es geht um Nähe und Distanz, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, emotionale und soziale Kompetenzen, Psychodynamiken Betroffener, Strategien von Täterinnen und Tätern. Mir immer ein ganz besonders wichtiger Punkt auch, weil das ja so perfide und so unvorstellbar ist, wie Täterinnen und Täter vorgehen, dass ich das immer einen ganz wichtigen Teil in Schulungen finde, um den Menschen klarzumachen, es ist geplant, es ist systematisch und es ist nicht zufällig so, sondern da steckt tatsächlich ein großer Plan dahinter und eine ganz perfide Strategie. Digitale Medien ist noch mit hinzugekommen, auch ein wichtiger Bereich. Übergriffe im Netz kennen wir auch alle aus den Medien sozusagen, dass da immer mehr passiert und auch Kinder und Jugendliche untereinander oder miteinander da oft Fotos und dergleichen verschicken.
Dynamiken in Institutionen, habe ich auch schon vorhin was zu gesagt, ist auch sehr wichtig oder mir sehr wichtig, dass wir Menschen darauf vorbereiten, dass solche Dynamiken passieren, dass solche Spaltungstendenzen immer passieren. Wir haben bei uns im Bistum einen Ort, wo Personen zweimal Geburtstag feiern. Das ist ein Ort, wo es einen Vorfall gegeben hat und zu den eingeladenen Gästen der Geburtstagsfeier gehören welche, die pro beschuldigte Person sind und es gehören welche, die pro betroffene Person sind. Und es ist nicht möglich, mit diesen beiden Personengruppen gemeinsam in einem Raum Geburtstag zu feiern. Also wird zweimal Geburtstag gefeiert und das ist tatsächlich ein Vorfall, den ich mir jetzt nicht ausgedacht habe, sondern das gibt's. Und das nochmal mit in die Schulungen aufzunehmen oder darauf hinzuweisen und das zu wissen, ist immens wichtig, damit wir Vorfälle auch gut bearbeiten können. So, es wird immer noch passieren, dass man in gewisse Dynamiken rutscht. Nur wenn ich sie vorher einmal gehört habe und weiß, kann jeder und jede ja natürlich auch nochmal für sich das reflektieren und überlegen, wo steige ich jetzt hier ein, beziehungsweise steige ich aus. Und von daher ist mir das auch nochmal immer ein ganz wichtiger Punkt. Straftatbestände und kriminologische Ansätze sollen Inhalte von Schulung sein, notwendige und angemessene Hilfe für Betroffene. Peergewalt ist auch noch so ein Bereich, der relativ noch nicht so im Blick ist, dass Kinder und Jugendliche auch untereinander übergriffig sind und wir da wachsam und achtsam sein müssen. Schnittstellenthemen wie zum Beispiel sexuelle Bildung, Geschlechter- und kultursensible Bildung. Das Thema ist ja neu mit hineingekommen. Da sage ich gleich auch nochmal was zu. Und regionale und fachliche Vernetzungsmöglichkeiten. All das sollen Inhalte sein von Schulungen. In Paragraph 11 hat sich nicht viel verändert. Die Aufgaben, die ich habe, sind relativ gleich geblieben. Einbindung von Betroffenen ist eine große Aufgabe und Beratung, fachliche Prüfung von Schutzkonzepten, das ist natürlich neu, es müsste eigentlich dick gedruckt sein. Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für SchulungsreferentInnen und für Leitungskräfte und die Sicherstellung der Qualifizierung und Information der Präventionsfachkräfte. Qualifizierungsmaßnahmen für Präventionsfachkräfte gibt es und es finden regelmäßige Workshops statt für Präventionsfachkräfte und für SchulungsreferentInnen, wo sie herzlich eingeladen sind, auch daran teilzunehmen. Zu meinen Aufgaben gehört es auch die Vernetzung der Präventionsarbeit innerhalb und außerhalb der Diözese. Wir sind eng vernetzt mit den Präventionsbeauftragten in NRW, aber auch die Vernetzung innerhalb des Bistums. Da sind, wie gesagt, die Workshops zugeeignet, zu denen Sie herzlich eingeladen sind. Es gibt ein neues Format, auch auf das ich Sie gerne nochmal aufmerksam machen möchte. An jedem ersten Mittwoch im Monat zwischen 16 und 18 Uhr gibt es das digitale Come-Together, den sogenannten Präventionsstammtisch für Interessierte, wo Sie herzlich daran teilnehmen können. Sie dürfen auch von 16.15 Uhr bis 17.02 Uhr teilnehmen. Es muss nicht immer 2 Stunden sein. Also es ist ein lockeres und ganz niederschwelliges Angebot. Wenn Sie sich vernetzen wollen, wenn Sie eine Frage an mich haben oder mich einfach mal wieder sehen wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Sie können aber auch vorbeikommen und sagen, ich habe heute gar kein Anliegen und wollte mal zuhören. Und bisher ist das Ziel erreicht, dass ich noch nicht alleine da gesessen habe. Da bin ich sehr froh und sehr dankbar für und würde mich auch freuen, dass Sie an diesem Ziel mitarbeiten und mich auch bei den zukünftigen Terminen nicht alleine sitzen lassen und mal vorbeischauen und reinschauen. Und auch wenn wir bisher tatsächlich eher immer im kleineren Kreis waren, was sich hoffentlich vielleicht auch noch mal ändern wird, kann ich sagen, selbst ich habe bei jedem Treffen noch was mitgenommen und neue Dinge entdeckt. Und es lohnt sich definitiv mal beim digitalen Come Together reinzuschauen. So, das war der Werbeblock. Und was neu ist bei den Aufgaben definitiv, weil es zu Zeiten der alten Präventionsordnung noch überhaupt gar keine Interventionsbeauftragten gab, ist, dass wir miteinander kooperieren. Das tun wir hier in Essen gut und gerne. Wir sind ein gemeinsamer Stabsbereich und der Herr Friede und ich leiten zusammen den Stabsbereich Prävention und Intervention.
Da, wie gesagt, kooperieren wir sehr eng miteinander. Das ist nicht in allen Bistümern so. Und es ist auch nicht so, dass alle Bistümer tatsächlich Interventionsbeauftragte haben. So, die fünf NRW-Generalvikare haben sich dazu entschlossen und vereinbart, dass es das gibt. Von daher sind wir hier in NRW jeweils mit pro Bistum mit Interventionsbeauftragten ausgestattet. Vernetzung mit kirchlichen und nichtkirchlichen Fachberatungsstellen, da sei nochmal die Praxis für Sexualität genannt, mit der wir die Kooperation ja seit Anfang des Jahres haben. Evaluation und Weiterentwicklung von Standards, noch ständig neue Angebote nochmal zu entwickeln, Beratung, Aus- und Weiterbildung, das sind alles relative Aufgaben, die sehr gleich geblieben sind. Paragraph 12, Präventionsfachkraft, das ist neu mit reingekommen, und zwar eine Befristung. Die Benennung der Präventionsfachkraft soll befristet für höchstens 5 Jahre erfolgen. Eine Wiederbenennung ist möglich. Das ist, heißen wir, für einen guten Punkt auch. An der Stelle berichte ich immer, dass mir viele Präventionsfachkräfte berichten, ich war nicht bei 3 am Baum, deswegen bin ich Präventionsfachkraft geworden und jetzt bin ich es irgendwie gefühlt bis zur Rente, so ein bisschen übertrieben, aber da zu gucken, also und sich zu vereinbaren, wie lange mache ich das denn? Und ne, man kann es immer länger machen, das ist überhaupt kein Problem, aber das klar ist, nach einer gewissen Zeit setzt man sich nochmal mit seinem Rechtsträger, mit seiner Leitungskraft zusammen und überlegt und reflektiert. Zur Unterstützung für Präventionsfachkräfte sind wir gerade dabei, auf NRW-Ebene ein Handbuch für Präventionsfachkräfte zu entwickeln, was die Arbeit ein bisschen erleichtern soll. Und wir werden hier vom Bistum Essen noch eine Checkliste dazulegen, die wir beim letzten Workshop mit Präventionsfachkräften entwickelt haben. Da geht es darum, einmal zu gucken, wenn man als Präventionsfachkraft anfängt, was sind denn alles für Themen, die geregelt sein müssen, um dann zu gucken, sind die geregelt bei meinem Rechtsträger oder wer regelt sie denn? Also es soll nicht im Umkehrschluss automatisch heißen, macht alles die Präventionsfachkraft, sondern die Aufgabe ist ja an der Stelle zu gucken und nachzufragen und ja anzuregen, dass das geregelt wird, was noch nicht geregelt ist. Die Ergänzung ist tatsächlich neu in der Präventionsordnung. Sie ist eine Anpassung an die Realität, dass nicht nur pädagogische oder psychologische ausgebildete Menschen Präventionsfachkraft sein können, sondern auch anderweitig aufgrund von beruflichen oder privaten Erfahrungen für das Arbeitsfeld geeignete Personen. Hätten wir die alte Präventionsordnung sehr, sehr eng und streng eingehalten, hätten wir nur halb so viele Präventionsfachkräfte, weil wir auch Menschen mit anderweitiger Ausbildung haben, die sehr engagiert im Jugendverband sind oder so und darüber eine Qualifikation erworben haben. Also hier sehr klar eine Anpassung an die Realität, ohne da die Qualität runterzuschrauben. Präventionsfachkräfte müssen an einer Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen, die von mir angeboten wird, habe ich gerade schon darauf hingewiesen. Ein neuer Paragraph und ein was Neues in der Präventionsordnung ist, dass die Schulungsberechtigung für SchulungsreferentInnen befristet ist auf 3 Jahre. Voraussetzung für eine Verlängerung ist die Teilnahme an einer speziellen Fortbildung oder an einem Vernetzungstreffen. Das ist mit, wie gesagt, ein neuer Punkt. Der ist insofern nochmal wichtig, dass A, die SchulungsreferentInnen selber gucken müssen, bin ich überhaupt noch schulungsberechtigt? Ist meine Erlaubnis noch aktuell oder muss ich ein sogenanntes Update machen? Und natürlich die Rechtsträger oder Präventionsfachkräfte, die mit SchulungsreferentInnen zusammenarbeiten, müssen an der Stelle auch ein bisschen im Blick haben, ist der Schulungsreferent, die Schulungsreferentin, die ich mir da einkaufe, überhaupt noch schulungsberechtigt. In diesem Jahr, das werden Sie hoffentlich wissen, gibt es 6 sogenannte Updates. Die finden in diesem Jahr alle zu einem Thema statt, sexuelle Bildung. Hat sich angeboten, da es ja neu mit in die Präventionsordnung aufgenommen worden ist, das Thema da auch den SchulungsreferentInnen tatsächlich was an die Hand zu geben. 6 Termine, alle in der Praxis für Sexualität. Kann ich nur für werben.
An der Stelle steht nochmal, die Verlängerung ist zu beantragen. So, da bin ich schon gefragt worden, Frau Möllmich, was heißt denn das für mich? Beantragen Sie das als Schulungsreferentin, wenn Sie sozusagen sich anmelden zu einem Update und daran teilnehmen. Und dann bekommen Sie ein Zertifikat, eine Bescheinigung, wo drauf steht, dass Sie für 3 weitere Jahre schulungsberechtigt sind. Das ist sozusagen dann der Vorgang. Sie müssen nicht vorher noch einen schriftlichen Antrag stellen, den ich dann noch genehmige, sondern mit Anmeldung zum Update und mit auch Teilnehmer am Update haben Sie die weitere Schulungsberechtigung erlangt. Die Frage ist dann immer, ab wann gilt das? Na, jetzt gilt die Präventionsordnung schon seit dem 1.5. Es ist heute der 6.5. Es dürfen trotzdem noch alle Schulen. Es wird da jetzt eine Übergangsphase geben, weil die SchulungsreferentInnen ja auch überhaupt die Chance haben müssen, an einem Update teilzunehmen. Wir werden jetzt dieses Jahr mal abwarten und gucken, wie auch das Angebot des Updates angenommen wird. Und dann werden Sie irgendwann von mir eine Mail bekommen, wo angekündigt wird, zum Zeitpunkt X, so müssen alle ihr Update absolviert haben, ansonsten sind sie nicht mehr schulungsberechtigt. Dann bekommen sie nochmal 3 bis 5 weitere Mails mit demselben Inhalt, wo ich darauf hinweise, ab wann sozusagen man das Update gemacht haben muss und dann wird es irgendwann so sein. Wichtig ist, auch da arbeiten wir in NRW zusammen. Also bei uns ist das als Update ausgeschrieben. So ein Workshop oder die Teilnahme an einem Workshop ist nicht die Fortbildung oder nicht das Vernetzungstreffen bei uns im Bistum, was die Schulungsberechtigung verlängert. Es muss ein speziell ausgeschriebenes Angebot sein. Die Frage ist jetzt auch schon öfter passiert. Das hängt damit zusammen, dass die Bistümer ein bisschen unterschiedliche Formate auch bei den Vernetzungstreffen machen. Münster macht die Workshops, die wir als Workshops haben, nicht so oft, aber dann immer als Tagesveranstaltung. Und wie gesagt, bei uns sind es die Updates, die tatsächlich dann 6 Stunden umfassen und zur weiteren Schulung berechtigen. Paragraph 14 Datenschutz ist mit reingekommen über die Rahmenordnung, wird Sie nicht großartig überraschen, sind die allgemein gültigen Regelungen zum Datenschutz. Von daher klicke ich die jetzt einmal durch und dann sind wir bei Paragraph 15 und schon relativ am Ende der Präsentation. Der ist auch nicht neu, der Paragraph, so, aber was neu ist, ist, dass tatsächlich Menschen darauf achten, dass er angewandt wird. So. Und damit Sie nicht böse überrascht sind, möchte ich da auch noch mal darauf hinweisen, dass kirchliche Rechtsträger, die diese Präventionsordnung nicht zur Anwendung bringen, bei der Vergabe diözesaner Zuschüsse nicht berücksichtigt sind und werden. Das heißt, es gilt insbesondere auch für Verbände oder Rechtsträger, die vom Bistum Geld bekommen. Wenn Sie nicht die Präventionsordnung übernommen haben und sie nicht anwenden, kann es sein, dass Sie dann zukünftig keine Fördermittel mehr bekommen. Da nochmal deutlich der Hinweis, das zu überprüfen und entsprechend zu handeln. Genau. So, dann bin ich mit meiner Präsentation an der Stelle durch und würde sie auch stoppen, damit ich Sie auch noch mal wieder besser sehe.